Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem ganz neuen Video. Ich habe ja eine riesengroße Schminksammlung, das kann ich nicht leugnen. Und ich habe festgestellt, dass ich sehr viel Scheiß auch da drin habe, was ich eigentlich gar nicht mehr benutze. Deswegen hier mal in einem etwas anderen Umfeld. Ich sitze gerade auf meinem Bett, hier habe ich mir Platz, alles hinzustellen. Und bevor ich umziehe, ihr wisst ja, glaube ich, dass ich demnächst umziehe. Davor möchte ich erstmal alles ausgeräumt haben, damit ich nicht alles mit nach in die neue Wohnung nehme. Deswegen gibt es hier so einen Declutter. Das ist hier im Moment sehr angesagt, sage ich mal. Ich gucke das super, super gerne, wenn andere Leute ihre Schminke ausmisten. Und deswegen fange ich jetzt auch damit an, mit so einer Reihe. Und zwar geht es heute um Nagellack und Foundations, wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt. Wir fangen jetzt hier an mit Nagellacken. Da habe ich schon mal aussortiert, aber wir machen es mal nochmal. Das sind jetzt alles meine Nagellacke. Und ja, mal gucken, wie viel ich davon aussortieren kann und werde. Ich greife mal einfach rein. Und zwar habe ich hier von Essie, also die von Essie werde ich alle behalten. Da habe ich jetzt hier zum Beispiel so einen blauen, den behalte ich auf jeden Fall. Dann, ich suche mal gerade ein paar von Essie einfach mal raus, weil da weiß ich definitiv, dass ich die behalte, weil ich finde die super schön und die sind halt auch ein bisschen teurer, deswegen die möchte ich sehr gerne behalten. Hier habe ich so eine richtige Farbreihe, die sehr, sehr ähnlich zum Beispiel sind. Hier so ein paar Rosatöne, das sind zum Beispiel Romper Room und ich glaube Fiji. Ach so, aber da kann ich vielleicht doch einen aussortieren. Und zwar habe ich hier einmal Fiji aus der USA und einmal Fiji aus Deutschland. Ich persönlich finde den aus Deutschland tatsächlich sogar schöner, die deutsche Formel. Deswegen werde ich, denke ich mal, den amerikanischen weitergeben. Und ja, die anderen behalte ich. Diese und diese sind alles so Nude-Töne. Dann geht es weiter mit Essie-Nagellacken. Da habe ich hier, den finde ich sehr, sehr schön. Kann man zwar nicht so oft tragen, aber den finde ich richtig schön. Jingle High, Jingle Low, den habe ich mal, ich glaube vor 2 Jahren war der in der LA. Ich glaube, den gibt es aber öfter. Dann habe ich hier Sexy Divide, Aperitif, so ein ganz normaler, stinknormaler Rotton. Dann muss ich mal gucken, habe ich noch Essie? Ich habe hier auf jeden Fall, achso, da ist noch einer. Ja, den kennt man auch, Mint Candy Apple, finde ich super, super schön. Ist auch, glaube ich, so der einzige, den ich in dieser Farbe habe, wenn ich mich nicht täusche. Behalte ich auch. Und dann habe ich hier Million Nails. Das ist so ein Härtner für die Nägel. Ja, kann man auch gut gebrauchen. Und ich glaube, nee, hier, ich habe doch noch welche. Nein, ich habe nur nicht richtig geguckt. So, ich glaube, das, was ich jetzt in der Hand habe, das wäre es dann. Nee, da ist noch einer und das auch noch einer. Ja, ich habe ein paar mehr von Essie. Das ist auch einer meiner liebsten Nagellacke und zwar ist es In Stitches, mag ich sehr, sehr gerne, ist ein sehr schöner Ton, gerade im Herbst. Dann habe ich In the Lobby und Bordeaux, die finde ich sind sich relativ ähnlich. Der eine geht so ein bisschen mehr, das sieht man kaum, der eine geht ein bisschen mehr ins Lila, der andere mehr ins Rote. Aber die, denke ich, behalte ich beide. Dann habe ich hier noch Shall We Chalet, so sieht der aus. Behalte ich auch. Und Lovey Dovey, das ist so ein richtig knalliger Sommerton. Und Dive Bar, den finde ich auch super, super schön. Ist so ein Blau. Ja, ihr seht das, glaube ich, diese schöne Farbe. Richtig, richtig schön. Ja, das sind die. Bis jetzt bin ich noch nicht so erfolgreich. Ich habe einen Essie-Nagellack aussortiert. Juhu. dann habe ich hier aus der Aribal-E einmal ein mattes Finish. Und zwar einen matten Rosa. Den finde ich sehr schön, nur weil er matt ist. Sonst hätte ich ihn aussortiert, aber er ist matt. Das ist was Besonderes. Dann habe ich hier von Catrice aus der Limited Edition Neo Nature Nail Lacker. Der sieht so aus. Den kann ich aussortieren, den finde ich jetzt nicht so mega. Dann habe ich hier von Essence All That Grace, habe ich auch mal zugeschickt bekommen, Back to Black. Und das ist auch so eine sehr schöne Farbe. Es ist so ein Schwarz mit so ein bisschen Schimmer drin. Finde ich sehr schön, habe ich so noch nicht. Sorry fürs Handy. Dann Summer Fun Nail Polish ist mein einzig weißer Ton, glaube ich, so richtig, den ich habe, der so wirklich weiß ist, behalte ich deswegen auch. Ah, ich habe noch einen übersehen von von Essie, und zwar Watermelon, kennt, glaube ich, auch jeder. Und daneben sehe ich gerade hier, ich habe einen von OPI. Die sehen sich jetzt nicht mega ähnlich, aber den brauche ich jetzt eigentlich nicht, deswegen denke ich, der von OPI kommt weg. Dafür behalte ich aber alle meine kleinen OPI-Nagellacke. Das sind diese hier. 3 Stück, die kann man auch gut behalten. Sind so kleine Größen. Finde ich sehr, sehr schön und praktisch. Dann habe ich von Kiko
die Nummer 7. Das ist dieser hier. Der kann, glaube ich, weg. Den brauche ich jetzt auch nicht dringend. Dann von P2 Color Trend Polish habe ich Black Satin. Kann, glaube ich, auch weg, würde ich sagen. Und Color Victim von P2 Next Exit Party. Das ist so ein Goldton und ich glaube, ich habe jetzt nicht so viele richtige Goldtöne. Oh, Entschuldigung. Ich habe nicht so viele Goldtöne, deswegen, ja, bleibt er. Oh, ich habe Pollenallergie, es tut mir leid, es ist echt schrecklich. Dann habe ich hier von Essence I Love Sparkle Nail Polish und zwar Glitter Everywhere. So sieht der aus. Der kann meinetwegen auch weg, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Genauso wie der von Catrice First Class, Class Up Grape. So sieht der aus, habe ich auch genug in der Farbe. Den hier werde ich alle behalten, das ist von Essence I Love Sparkle Nobody Rose Me Better. So sieht das aus, so ein Rose Gold, finde ich sehr, sehr schön. Davon habe ich noch... Ah ne, stoppt. Hier ist auch noch so ein Glitzerton von Essence, ist allerdings eine kleine Flasche, den behalte ich. Dann habe ich hier einen Topcoat von Essence, ich habe nur, glaube ich, einen, deswegen behalte ich den auch auf jeden Fall. Dann von Essence Glitter in the Air, da habe ich 2 zugeschickt bekommen. Die finde ich beide super schön. Einmal so einen Rose Goldenen und einmal so einen Grün mit Glitzerflakes. Allerdings geht er sehr schwer ab, aber ich finde den super, super schön. Deswegen die behalte ich. Dann habe ich Spicy Metallic Ariba. Ist auch noch das, die erste LE tatsächlich sogar, die ich zugeschickt bekommen habe. Von Essence, wenn ich mich täusche. Ich glaube ja, das war, ist, die hab ich, wann habe ich die zugeschickt bekommen? Vor 2 Jahren, da war ich gerade bei Rock am Ring, da hat Mama mir das geschickt, das war ganz cool. Also hat sie mir ein Bild davon geschickt. Ja, der kann allerdings weg, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Den hier möchte ich wieder behalten, das ist wieder so ein Rose Gold Ton. Ich weiß, ich habe da jetzt schon von ein paar, aber ich finde die so schön. Und zwar ist es auch aus der Limited Edition, die ich zugeschickt bekommen habe von Catrice mal. Den behalte ich. Dann habe ich hier... Wartet, wo ist denn der eine, der ähnlich ist? Und zwar habe ich hier einmal den ganz neues, ist von Catrice aus so einer LE. Die gibt es eventuell sogar noch, wenn ihr Glück habt. Icon Nails, Gel Lacker, lecker. Die 18 Beetlejuice, den behalte ich. Allerdings kommen dann dafür diese beiden weg. Das ist Rita Ora von, was ist das? Manhattan. Die sind super ähnlich. Hatte sich meine Mutter gekauft, aber mochte sie nicht. Deswegen hat sie mir die geschenkt, aber die sind super ähnlich zu dem, den ich jetzt schon habe. Deswegen kommen die auch weg. Man muss ja mal ein bisschen Platz schaffen. Dann ebenfalls zugeschickt bekommen von Essence All The Grace. Ist so ein helles Grau, finde ich sehr, sehr schön. Behalte ich auch auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch einen Basecoat, den behalte ich. Dann mein einziger Nagellack von Rimmel, den habe ich geschenkt bekommen. Finde ich sehr, sehr schön. Möchte ich auf jeden Fall in meiner Sammlung behalten. Finde ich hübsch. Und ebenfalls von Trended Up zugeschickt bekommen, ist hier so ein richtig krasser Nude-Ton. Den finde ich super schön. Möchte ich auf jeden Fall auch behalten. Dann habe ich von Alessandro Pure White Original Effect Lack. Den brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ist schon ewig alt, aber ich glaube, das wird ja nicht schlecht, denke ich mal. Und dann habe ich hier noch 2 von P2 Color Victim Nail Polish. Diese beiden hier. Und ich überlege gerade, der saß den einem eben sehr ähnlich und den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also die kommen beide weg. Dann habe ich hier noch einen von Trended Up. Das ist so ein richtiger krasser Orangeton. Den möchte ich auch behalten. Habe ich nichts in der Richtung. Und dann sind wir schon fast am Ende. Von Xerb, das ganz neue, so ein richtig silberner Ton. Ich habe keinen silbernen, deswegen behalte ich den. Und von Essence ist wieder ein matter Ton, den behalte ich auch, habe ich zugeschickt bekommen. Und noch einen in so einem Grünton, habe ich auch nicht so in meiner Sammlung. Deswegen wird es behalten. Übrigens kurz an alle, die sich fragen, was mit den Sachen passiert, die wegkommen. Entweder sind sie jetzt zum Beispiel eingetrocknet oder die gehen einfach gar nicht mehr, dann kommen sie in den Müll. Ansonsten verschenke ich die an Freunde oder wenn was übrig bleibt, mache ich vielleicht meine Secondhand-Verlosung, wenn ihr euch darüber freuen würdet. Wollte ich nur kurz mal eben sagen. Das sind jetzt an Nagellacken die, die wegkommen. Ein paar sind jetzt nicht super viel, aber ein bisschen wieder aussortiert. Und das sind immer noch die, die ich behalte. Also das war jetzt nicht super erfolgreich, aber es ist egal. Ist schon ganz gut, finde ich.
Als nächstes kommen wir dann zu meinen Foundations. Schwer, es ist super schwer. Ja, die kippe ich das letzte Mal hier kurz aus. So. Und dann fangen wir mal an. Als erstes habe ich hier so eine Palette von Kryolan. Das ist die Ultra Foundation Palette. So sieht die aus. Die haben wir in unserer Make-up Artist Schule gekriegt. Ja, kann ich überhaupt nicht mitarbeiten. Finde ich richtig grottenschlecht. Die sind so richtig... Also Kryolan ist eigentlich eine gute Marke, aber das mag ich überhaupt nicht. Erstmal sind nur dunkle Farben fast drin, also sehr dunkle. Das einzige helle ist der hier und der ist so gelbstichig, also kann man bei fast niemandem anwenden. Und die sind wirklich richtig steif, sage ich mal. Also du kannst damit... Die kannst du nicht auftragen. Die sind so richtig wie so eine Spachtelmasse. Mag ich überhaupt nicht. Die kommt auch im Müll. Die will ich auch niemandem andrehen. Die wird weggeworfen. Ich lege sie trotzdem erstmal hier rein. Ja, dann habe ich hier von Essence Get Picture Ready Long Lasting Compact Make-up. Absolut grottenschlecht. Ich war am Anfang, war ich mir nicht sicher, aber ich finde es grottenschlecht. Und ja, keine Ahnung, das kommt auch in Müll. Ich glaube, das will auch keiner haben, ganz ehrlich. Das ist echt eine grottenschlechte Foundation. Die kommt ebenfalls weg. Dann eine, die ich auf jeden Fall behalte, und zwar ist das auch aus der Kosmetikschule. Von Kryolan ein HD Micro Foundation Mattifying Liquid. So sieht das aus. Sieht gar nicht so hell aus, aber es passt mir tatsächlich. Ist halt wirklich so auch für Film und Kamera, dass man gut dabei aussieht. Und die behalte ich definitiv. Dann habe ich hier von Essence die Camouflage 2-in-1 Make-up and Concealer. Die will ich auch behalten, finde ich super gut. Also so für eine günstige Foundation finde ich die sehr gut. Dann mache ich weiter mit meinen neuen Foundations, gerade erst gekauft. Die Kat Von D Foundation bin ich sehr überzeugt von. Ich bin nur leider im Urlaub ein bisschen dunkler geworden, nicht mehr ganz so bleich, obwohl ich noch bleich bin. Aber wenn ich die auftrage, sehe ich aus wie ein Gespenst, das heißt, ich muss sie mischen. Und dann habe ich hier noch von Make-up Forever meine HD Foundation, sind alle ganz neu. Dann meine anderen High-End Foundations, und zwar zum Beispiel die NARS Foundation und meine MAC Foundation, die behalte ich natürlich auch. Dann ebenfalls wie meine Urban Decay All Nighter Foundation. Die wird natürlich auch nicht weggeschmissen. Dann habe ich hier auch noch ein Schätzchen. Und zwar ist das eine BB Cream von Misha. Die hat sogar einen Lichtschutzfaktor von 42. Ist super, super hell. Mag ich sehr gerne. Trage ich wahrscheinlich sehr, sehr oft im Sommer, weil 42, da brauche ich keine Sonnenschutzcreme sonst mehr. Und deswegen benutze ich diese ganz gerne. Ist leichte bis mittlere Deckkraft hat, das würde ich sagen. Dann werde ich behalten von Manhattan dieses Gel-Make-up, also ist nicht so, das ist so recht flüssig, so ein bisschen Gel-Konsistenz, ich glaube, das kennt ihr vielleicht. Ist recht neu, finde ich so für den Alltag okay, deckt nicht mega, aber kann man auf jeden Fall dabei haben. Dann von Maybelline die Matte and Poreless Foundation, finde ich auch ganz gut, so für den Alltag ebenfalls. Dann finde ich auch ganz gut, und außerdem sind die bald aufgebraucht, einmal von L'Oreal das Nude Magique. Die Nude Magique Foundation und Dream Wonder Nude. Das sind so richtig flüssige, so ein bisschen auf Wasserbasis. Sehen zwar erst so ein bisschen dunkel aus, aber wenn man die verreibt, dann merkt man das überhaupt nicht mehr. Und die benutze ich sehr, sehr gerne im Alltag. Wenn es wirklich nur so ein ganz bisschen ebenmäßigerer Teint geben soll, dann benutze ich die sehr gerne. Deswegen brauche ich die auf jeden Fall noch in meiner Sammlung. Auch gerade erst neu gekauft habe ich von L'Oreal die True Match Foundation. So sieht sie aus. Finde ich sehr, sehr gut. Behalte ich definitiv. Dann von CoverGirl Clean Sensitive Foundation. Also ich glaube, ich merke schon, also Foundations werde ich nicht so viel aussortieren. Ist okay, also von CoverGirl, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ist okay, für den Alltag finde ich es okay. Ansonsten muss ich die jetzt nicht haben. Ich würde sie mir nicht nochmal nachkaufen, aber ich werde sie jetzt auch noch aufbrauchen. Dann habe ich mir mal gekauft von Dermacol Filmstudio Barrandov Prag Make-up Cover. Das ist so eine übelst pigmentierte Foundation. Die gibt es, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo habe ich die her? Amazon oder so? Müsst ihr mal gucken. Die soll sogar Tattoos abdecken können. Die benutze ich wirklich, wenn ich mal irgendwas habe, so richtig krassen Pickel oder so. Die ist schön hell. Von daher finde ich die richtig gut. Benutze ich sehr selten, aber ich finde sie dafür gut. Dann von NYC eine matte Foundation. Die ist bald leer. Die mache ich auch noch zu Ende. Dann von Alverde kann ich euch sehr empfehlen, ein Color and Care Mix Your Make-up in Hell. Oh Gott. Damit kann man ein bisschen dunklere Foundations aufhellen und das finde ich echt praktisch. Also kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Gibt es aber auch von Catrice. Dann behalte ich von Wet n Wild die Cover All Foundation. Die ist auch sehr schön hell. Dann von Bare Minerals ein, so eine Puder Foundation.
Ja, ist auch eher was für die leichte Deckkraft. Mache ich auch, benutze ich eher selten, aber ich mag sie trotzdem irgendwie ganz gern. Das ist irgendwie komisch, aber ich würde sie mir auch nicht nochmal nachkaufen, aber ich werde sie auf jeden Fall zu Ende benutzen. Dann geht's weiter mit einer Foundation und zwar die Hello Flawless Oxygen Wow Foundation. Das war meine erste High-End Foundation und die ist mir zu dunkel. Es ist schon die hellste Farbe, aber sie ist mir zu dunkel. Die will ich allerdings behalten und dann vielleicht aufhellen mit dieser Lotion. Und ich brauche generell ja auch ein paar dunklere, wenn mal Freundinnen kommen, die ich schminken soll. Oder generell, ich meine, ich bin Make-up-Artist, Visagistin. Da schminke ich schon mal manchmal Leute und da kann ich die auf jeden Fall noch gebrauchen. Allerdings möchte ich zwei. Obwohl, hier muss ich mal kurz gucken, ob das meine. Nee, das ist mir auch zu dunkel. Die gebe ich weg. Das sind hier zwei Mousse Foundations. Weiß nicht, ob vielleicht eine Freundin die möchte. Ich werde sie anbieten oder ein paar werde ich das anbieten. Einmal die von Maybelline und einmal die von Catrice sind mir beide ein bisschen zu dunkel und ich arbeite nicht so gerne mit Mousse Foundations. Früher ja, jetzt nicht mehr. Deswegen kommen die weg. Dann habe ich hier von Astor Perfect Stay Foundation. Fand ich früher richtig, richtig gut, muss ich sagen. Es war meine Lieblingsfoundation. Die hat für mich super gearbeitet. Also auch alles abgedeckt, was ich wollte. Aber inzwischen, ich habe sie mir nachgekauft. Ich finde sie nicht mehr so gut. Ich weiß nicht, ob sich meine Meinung geändert hat oder ob die was in der Formulierung getan haben. Ich finde, sie hat jetzt nur eine ganz, ganz leichte Deckkraft. Also ich kann sie nicht mehr empfehlen. Leider. Ich werde sie natürlich jetzt noch irgendwann aufbrauchen. Aber ich kann sie euch leider nicht mehr empfehlen. Dann auf jeden Fall noch zwei dunklere Foundation, die ich behalten werde von Make-up Factory. Einmal die CC Cream und einmal die Velvet Lifting Foundation. Die werde ich auch mischen. Sind halt ein bisschen teurere Foundations, habe ich auch zugeschickt bekommen. Daher behalte ich die auf jeden Fall. Dann möchte ich jetzt noch zwei Foundations eigentlich behalten, die so ein bisschen dunkler sind. Und ich entscheide mich jetzt einmal auf jeden Fall für die Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Ich finde die ganz gut. Kann man auch gut auffällen. Also die mag ich eigentlich, nur ist die hellste mir schon nicht hell genug, deswegen. Aber behalte ich trotzdem. Und ich behalte die L'Oréal Le Teint Perfect Match Foundation. Die behalte ich auch noch. Dann habe ich, finde ich, nicht mehr ganz so viele dunkle Foundations, sondern dann habe ich jetzt hier noch einen Rest. Und zwar einmal die Mary Kay Foundation. Ist mir leider zu dunkel. Dann P2 Ultra Matte Foundation. Ist mir auch zu dunkel, wie man schwer erkennen kann. Die Catrice Nude Illusion Foundation, Miss Lynn Foundation, L'Oreal Incredible und Catrice Velvet Finish Foundation. Die kommen alle weg. Dann zeige ich euch jetzt das Endergebnis von denen, die wegkommen. Also alles mit Nagellack und so. Seht ihr hier, das ist alles, was, oh Gott, was ich weggebe. Ist schon mal ein bisschen was weniger geworden. Das sind die Foundations, die ich behalte, sind immer noch sehr viele, aber ich mag Foundations sehr gerne. Für jeden anders irgendwie was dabei. Und halt, wie gesagt, ihr müsst berücksichtigen, ich schminke auch andere Leute. Und bei Foundations braucht man dann nur mal ein paar mehr Hautfarben. Das ist einfach so. Aber ich habe ja jetzt wirklich ein paar dunklere auch weggetan. Von daher bin ich relativ stolz auf mich. Ja, ihr könnt mir gerne mal, wenn ihr dieses Video schaut, in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht eine Secondhand-Verlosung wollt, weil dann lege ich auch für euch was zurück. Wenn euch das so gar nicht interessiert, also ihr überhaupt nichts Gebrauchtes haben wollt, ja dann nicht, dann halt nicht. Aber falls ihr das wollt, also jetzt bei Foundations ist so eine Sache, weiß ich nicht. Aber nachher auch bei Blush und Puder und generell, ob ihr da was haben möchtet, Paletten und so, dann schreibt es mir doch unbedingt in die Kommentare. Dann würde ich da am Ende eine Verlosung vielleicht draus machen. Müsst ihr wissen, mir egal, ansonsten kriegen es Freunde. Ja, das wäre es mit dem Video. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob euch das Format gefällt, weil es wird natürlich jetzt noch ein paar weitere Videos geben, weil wir noch lange nicht durch meine Schminksammlung durch sind. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bis dann!